Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von His-Tutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das Fragen an die Geschichte einfach einmal anders stellt. Mein Name ist Miriam und unsere heutige Frage lautet: Wie versteht man sich unter Geschwistern? Ihr kennt das. Man streitet, hilft oder nervt sich. Je nach Tagesform fallen Geschwisterbeziehungen ganz unterschiedlich aus. Und wie unterschiedlich so ein Verhältnis sein kann, zeigt uns ein ganz besonderes Geschwisterpaar der Geschichte. Die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt werden auch 250 bzw. 252 Jahre nach ihrer Geburt als bedeutende Gelehrte gefeiert. Häufig geht es um ihre individuellen wissenschaftlichen Errungenschaften, wie zum Beispiel um die Sprachforschungen Wilhelms oder die naturwissenschaftlichen Forschungsreisen Alexanders. Doch wie standen die Brüder eigentlich zueinander? Wilhelm und Alexander besuchten als Kinder und Jugendliche nie eine Schule, sondern wurden von Hauslehrern unterrichtet. Rückblickend erschien Alexander der Vorsprung seines nur 2 Jahre älteren Bruders enorm. Ich entwickelte mich unendlich viel später als mein Bruder Wilhelm, der von der ersten Kindheit an durch seine tiefe Kenntnis des Griechischen und der gesamten alten Literatur, wie durch seinen Geschmack für Poesie, Fächer, in denen er seither geglänzt hat, in Erstaunen versetzte. Gegenüber seiner Ehefrau Caroline gab Wilhelm später zu, dass ihm nicht nur seine 2 Jahre Vorsprung, sondern auch die Wahl seines Unterrichtsstoffes entgegenkam. Ich hätte durch das, was man durch immer auf äußere Gegenstände gerichtete Aufmerksamkeit ausrichtet, es nie weit gebracht. Ich bin von Natur und von Kindheit an mehr von einer innerlichen Natur gewesen. Mit dem Beginn des Studiums zogen die Brüder aus dem Familienschloss in Tegel aus. Die in den Salons der Berliner Gesellschaft erprobte Freiheit und Unabhängigkeit konnten sie so weiter ausbauen. Alexander knüpfte zum Beispiel eine innige Beziehung zum Theologiestudenten Wilhelm Gabriel Wegener, mit dem er einen fast schon heiligen Freundschaftsbund einging. Seit dem 3-mal glücklichen Tage, da ich dich kennenlernte, seit jenem 13. Februar, da wir brüderliche Liebe uns auf ewig zusagten, seit diesen Zeiten fühle ich, dass keiner meiner Bekannten mir das sein kann, was du mir bist. Mit dem Interesse Alexanders für Männer und seinen intensiven Männerfreundschaften konnte Wilhelm nicht so viel anfangen. Doch abgesehen von einer gewissen Eitelkeit schätzte er seinen jüngeren Bruder sehr. Der gemeinsamen engen Freundin Henriette Herz vertraute er an. Die Nachrichten von Mon Frère freuen mich. Er ist wahrlich ein wackerer Junge, der einmal viel Nutzen stiften wird. Sein Herz, so boshaft er manchmal scheint, ist doch im Grunde sehr gut. Sein Hauptfehler nur ist Eitelkeit und Sucht zu glänzen. Die Ursache davon aber ist, weil er nie ein starkes Interesse des Herzens gehabt hat. Wer wahrhaft liebt, strebt gewiss nie zu glänzen. Es ist ihm sogar lieb, überall verkannt zu sein, wenn nur die eine, die er liebt, ihn kennt. Die Mannespersonenbekanntschaften, wie du sie sehr gut nennst, kann ich nicht ausstehen. Ich habe keine einzige der Art. Während Wilhelm seinem Bruder unterstellte, er würde keine wirkliche Liebe empfinden, störte Alexander das Aufgehen seines Bruders in der Ehe. Dessen Unnahbarkeit sei durch die Heirat mit Caroline von Dacheröden noch verstärkt worden. Wilhelm ist ein prächtiger Mensch, wenn man ihn aber wenig kennt, irrt man sich leicht in ihm. Entweder er ist wie Goethe beleidigend, zurückstoßend oder etwas gezwungen höflich. Es geht alles in ihm vor, er ist zu esoterisch. Dazu kommt jetzt seine Heirat, die jenes Wesen, jene scheinbare Kälte, sie ist nur scheinbar, vermehrt. Mann, Frau, Kind machen ein Wesen aus. Sie leben einzig in ihren Gefühlen und in sich selbst. Mir selbst ist fremd, wenn ich um sie bin. Ich passe nicht ganz zu ihnen. Wilhelm liebt mich gewiss noch ebenso, seitdem er verheiratet ist, als sonst. Aber dennoch ist ein verheirateter Mensch immer ein verlorener Mensch. Aber unabhängig von ihren Differenzen in Liebesdingen hingen die Brüder sehr aneinander.
Der Aufbruch Alexanders auf seine große Forschungsreise, die ihn nach Südamerika führen sollte, veranlasste Wilhelm zu wehmütigen Zeilen. Mein Bruder ist leider vorgestern von hier abgereist. Seine Abreise hat mich unendlich geschmerzt. Sicherlich haben sich beide auf ihr Wiedersehen nach 6,5 Jahren Trennung sehr gefreut. Doch, wie das unter Geschwistern so ist, kam es danach auch mal zum Streit. Wilhelm ärgerte sich darüber, dass Alexander sich lieber in Paris aufhielt, als ins preußische Berlin zurückzukehren. Er meinte, Alexander solle sich mehr für das Land seiner Herkunft interessieren. Wilhelm kam sein Bruder manchmal fast wie ein Außerirdischer vor. So schrieb er in einem Brief an Caroline: Das Letzte, was ich gewöhnlich, wenn er lange Zeit bei mir gewesen ist, denke, ist, dass es einer der wundervollsten Erscheinungen in der moralischen Welt ist, dass mein Vater und meine Mutter nur 2 Kinder und gerade 2 gehabt haben, die, indem sie doch im Ganzen durchaus dieselbe Richtung haben, eigentlich bloß in Gedanken und im geistigen Beschauen der Dinge zu leben, dann auf einmal in allem in größere Verschiedenheit und Gegensätze ausgehen, als Menschen in verschiedenen Weltkörpern sein könnten. Und im Grunde ist Alexander nicht so geworden, er ist von jeher so gewesen. Das Ausland hat ihn nicht verändert, sondern er hat das Ausland gesucht, weil ihm in Deutschland, so viel vorzüglicher er auch als die meisten Deutschen ist, nicht heimlich sein konnte. Doch auch wenn Alexander in Deutschland womöglich nie ganz heimlich sein konnte, sah er die von König Wilhelm III. Gewünschte Rückkunft nach Berlin als Möglichkeit, endlich wieder mit seinem Bruder am selben Ort leben und vor allem gemeinsam arbeiten zu können. Den schon zu Lebzeiten berühmten Brüder blieben noch 8 gemeinsame Jahre. Als Wilhelm sich dann eine schwere Erkältung einfängt, von der er sich nicht mehr erholen kann, ist sein Bruder Alexander bei ihm im Tegeler Schloss, dem Ort, an dem sie ihre Kindheit gemeinsam verbracht hatten. Trotz der vielen Unterschiede zwischen ihren Persönlichkeiten, die andere und manchmal auch sie selbst betont haben, hielten die Brüder Wilhelm und Alexander doch immer zusammen. Und vielleicht ist es das, was wir heute von den Geschwistern lernen können, sich trotz so mancher Meinungsverschiedenheit, der einen oder anderen Konkurrenz oder auch eines Streits wieder zusammenzuraufen, zu respektieren und wenn es darauf ankommt, füreinander da zu sein. Also, seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Eure Miriam.